Film zeigt, wie man in Deutschland sicher Fahrrad fährt. Verhaltensweisen, die falsch sind, sind mit einem roten X markiert. Verhaltensweisen, die gefährlich sind, sind mit einem gelben Ausrufezeichen markiert. Verhaltensweisen, die richtig sind, sind mit einem grünen Haken markiert. Wir beginnen mit dem Fahrradcheck. Ein Fahrrad muss verkehrssicher sein. Dazu gehört eine Klingel, ein Vorderlicht mit Reflektor und das Licht muss die Straße beleuchten. Nach hinten sichert ein Rücklicht und ein Rückreflektor. Die Fußpedalreflektoren bieten zusätzliche Sicherheit. Zwischen die Speichen kommt pro Rad zwei Reflektoren. Die sorgen zusammen mit den Leuchtstreifen auf dem Reifen dafür, dass der Radfahrer gut von der Seite zu erkennen ist. Das ist Lamin. Lamin kommt aus Guinea. Mit seiner Hilfe zeigen wir, wie man unterwegs in Deutschland sicher Rad fährt. Doch bevor er mit uns durch die Stadt fährt, muss er noch die Bremsen an seinem Fahrrad testen. Das Fahrrad darf sich nicht mehr schieben lassen. Bei einer gut eingestellten Handbremse blockiert das Rad. Der Sitz sollte auf Höhe der Hüfte eingestellt werden, sodass beim Treten die Beine nicht ganz ausgestreckt sind. Der Fahrradhelm darf bei einem Nicken nicht verrutschen. Die richtige Position des Helms ist 2 Fingerbreite über der Nasenwurzel. Unter dem Ohr bildet der Riemen ein Dreieck. 1 Finger passt unter den Kinnriemen. Und hinten am Rädchen wird der Helm stramm gezogen. Dann hält der Helm auch bei einem Nicken und Lamin kann losfahren. Halt, Lamin, doch nicht so! Das Fahrrad wird bis an den Fahrbahnrand geschoben. Blick nach hinten, ob die Straße frei ist. Handzeichen geben und los geht's. Auch beim Anhalten ist das Handzeichen wichtig, damit der nachfolgende Verkehr weiß, was Lamin machen möchte. Gebremst wird immer mit beiden Bremsen gleichzeitig. Wo darf Lamin denn überall fahren? Hier darf er fahren, aber auf einem eigenen Weg. Lamin, das ist der Weg für die Autos. Genau, das ist dein Radweg. Aber die falsche Richtung. So ist es richtig. Beim gemeinsamen Radweg teilen sich Fußgänger und Radfahrer den Weg und alle nehmen Rücksicht aufeinander. Vorsicht bei Ein- und Ausfahrten. Der Autofahrer sieht erst sehr spät den ganzen Radweg ein. Fußgängerzonen sind für Fußgänger, nicht für Radfahrer. Das Fahrrad muss hier geschoben werden. Kraftfahrstraßen und Autobahnen sind für Radfahrer absolut verboten. Ist dieses Schild aufgestellt, darf man in diese Straße nicht hineinfahren. Auch Lamin nicht. Ausnahme, wenn das Schild für Radfahrer frei angebracht ist. Diese Straße dürfen Fußgänger und Radfahrer nicht benutzen. Da muss auch Lamin umdrehen. Zu dicht am Bordstein fahren ist nicht gut. Besser ist eine gute breite Abstand.
Auch bei parkenden Autos ist es wichtig, Abstand zu halten. Hier hat Lamin Vorfahrt. Trotzdem darf er nicht fahren, wie er will. Beim Abbiegen muss er das Handzeichen geben und auf Fußgänger achten. So ist es richtig. Auch hier hatte er Vorfahrt. Beim Schild Vorfahrt achten muss Lamin die anderen vorlassen. Wenn er das nicht macht, kann das Böse enden. So macht man es richtig. Erst fahren, wenn die Straße frei ist. Das blaue Schild zeigt, in welche Richtung die Fahrt erlaubt ist. Halt, Lamin! Falsche Richtung! Beim Stoppschild kennt Lamin sich aus. Er muss anhalten, den Fuß absetzen und erst dann fahren, wenn die Straße frei ist. Wenn eine Ampel ausfällt, gelten die Verkehrsschilder. An dieser Stelle gilt die Rechts-vor-Links-Regel. Bei rechts vor links muss jeder auf den anderen Rücksicht nehmen. Vorfahrt hat immer nur der, der von rechts kommt. Diese Regel gilt auch, wenn kein Vorfahrtsschild aufgestellt ist. Der Zebrastreifen. Beim Zebrastreifen haben die Fußgänger Vorrang. Lamin, Fußgänger haben Vorrang! Vorfahrt achten beim Kreisverkehr. Die Fahrzeuge im Kreisverkehr haben Vorfahrt. Das macht Lamin hier also falsch. Richtig ist, so lange zu warten, bis kein Fahrzeug kommt. Und beim Verlassen des Kreisverkehrs an das Handzeichen denken. Lamin muss als Radfahrer in der Nähe von LKWs besonders aufpassen. Warum? Hier sehen wir, wie Lamin an dem LKW vorbeifährt und in den Rückspiegeln verschwindet. Wenn der LKW rechts abbiegen will, wird es sehr gefährlich. Das kann ich gar nicht mit ansehen. Das schauen wir uns an sicherer Stelle genauer an. Wenn der LKW-Fahrer rechts in den Spiegel schaut, sieht er nur einen begrenzten Raum. Überall da, wo der LKW-Fahrer den Lamin nicht mehr sieht, stellt Lamin mal ein Hütchen auf. Und dieser nicht einsehbare Bereich heißt toter Winkel. Von oben sehen wir sehr gut, warum es toter Winkel heißt. Das alles kann der LKW-Fahrer nicht einsehen. Da passt Lamin hinein, ohne dass wir es merken. Am sichersten ist es, immer hinter einem LKW zu bleiben. An dieser Kreuzung möchte Lamin links abbiegen. Umschauen, Handzeichen geben und auf der linken Spur einordnen.
Beim Abbiegen muss er auf den Gegenverkehr und auf Fußgänger achten und kann losfahren, sobald frei ist. Wenn er sich nicht sicher ist, kann er auch absteigen und schieben. Aber was ist denn hier passiert? Lamin, du hast deinen Helmverschluss nicht zugemacht. Das geht ja gar nicht. Und noch einmal. Umschauen. Handzeichen. Einordnen. Und wenn frei ist, abbiegen. Das ist nicht erlaubt. Zum Schluss sehen wir noch, warum Lamin beim Radfahren keine laute Musik hören darf. Oh, wait. Ha!